Ja, hallo Rudolf. Hallo, Thomas, guten Ja, Abend. guten Abend, Rudolf. Einen wunderschönen guten Abend. Und auch an alle anderen, die am Tisch sitzen und alle anderen, die zuhören. Lieber Thomas, gerade sprachst du über Intuition und Instinkt. Ja. Und ich fand das klasse, die Aufforderung an die Allgemeinheit, das mal in Worte zu fassen. Ich finde Intuition, das, was du eigentlich verkörperst, ist das Wesen von Meisterschaft. Aus dem Bauch raus, aus dem Prana raus. Sekunde, du hörst nichts. Die Gloria hört nichts. Regie, mach dir ein bisschen den Studio-Lautsprecher hoch. Ganz leise, nur dass die Gloria auch mithört. Die hat kein In-Ear. Ja, sprich weiter. Die werden schon nachstellen. Rudolf, entschuldige. Entschuldige, Rudolf. Ja, okay, Ja. wir sprechen bestimmt noch so oft, Ja. dass wir uns immer besser verstehen. Rudolf, wo wohnst du? Kurz für mich ein bisschen, dass ich dich einordnen kann. Ja, im Süden, München. München, okay. Rudolf aus München. Ja, Rudolf, und dann Instinkt und Intuition? Ja, genau. Die Aufforderung an die Allgemeinheit war, die Definition zu klären zwischen Intuition und Instinkt. Und ich begreife Intuition als Wesen von Meisterschaft und Instinkt als ich höre immer eine Rückkopplung. Ja, wir haben heute in der Regie, nimmt er nicht die Poddis, sondern die Schalter. Ich habe gesagt, hey, ich habe einen neuen Yamaha-Digitalmischer, sag ich, das sind ganz feine Poddis, und ich sag, nimm nicht die Schalter, ne? Aber er hat den Schalter genommen, deswegen hat es gerade so gekracht. Anyway, Ja. Instinkt ist eine Subsumierung in Summe von Ausübung von Erfahrung. Instinkt begreife ich als lebensführendes Element für die richtige Herzensentscheidung und für die richtige, ja, die Bauchentscheidung, die sich aus Erfahrungen subsumiert. Erklär mal mir Laie, was subsumiert heißt. In Summe. In Summe, okay. Ja, klar, in Summe. Ja. Du hattest nach der Definition Ja. gefragt und nach dem Unterschied, das wohl kaum einer erklären kann, aber ich Ich glaube, mach das dir weiß eine jeder. dazu. Ich kann das, ich kann das. Ja, ich hab schon mitbekommen, ist ja ganz großartig, ja, und begeistert, ja, wunderschön. Ja, aber du hast schon meiner Ansicht nach klasse angesetzt auf einer Ebene, die ich bei meinen Erläuterungen noch nicht ausgeführt hatte, nämlich dass es aus dem Gelernten, der Instinkt ist das Gelernte, aber das ist dann nicht wirklich das Intuitive. Man kann ja das Gelernte sagen, das ist das Aufgesetzte und das Intuitive kommt aus dir selber. Ja? Um nochmal den Begriff zu strapazieren, in Summe nicht das, was man gelernt hat, dass man irgendwo die Meisterschaft erlangt hat durch das, was man gelitten und erlebt hat? Nee, nee. Vielleicht Okay. auch, also Intuition kann man erstmal, die kann jeder haben, das Gute wie das Böse. Ja. Intuition ist einfach die Führung aus dem Jetzt. Und dann kommt es noch darauf an, ob ich genau dagegen bin. Also zum Beispiel, meine Tochter hatte eine Zeit lang immer die Intuition, mich an einer ganz bestimmten Stelle anzurufen, wo es mich gestört hat. Und dann habe ich gesagt, ruf in Zukunft, du hast ja hundertprozentige Intuition, du rufst mich immer ganz genau an, wenn du störst, weil du mich nicht stören willst. Und dann lebt sie den Glaubenssatz in sich, ich möchte nicht stören, ich will nicht stören, und dann stört sie genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, in Zukunft sagst du, wenn ich was vom Papa will, wenn ich den brauche, dann ist es immer ganz genau richtig, wenn ich anrufe. Es hat genau hingehauen. Die hat es klick verstanden, da war sie 11. Und seitdem ruft sie mich nur noch passend an. Ja? Also, es ist die Glaubenssätze, die in uns tragen, die lenken uns. So, aber jetzt zur Ausführung. Aus der Einweihungswissenschaft von Ivanhoff, der sagt, der Instinkt ist unserer niederen Natur zugeordnet und birgt das spirituelle Herz und den Intellekt. Das Kind daraus ist der Instinkt.
Das Herz entspricht dem Mund, der Intellekt der Nase. Das Kind daraus ist der Instinkt. Bitte? Das Kind daraus. Ist der Instinkt, genau. Also der Mund, na, entspricht dem Herz, mhm, und der Intellekt der Nase. Und da sieht man auch Menschen mit einer großen, langen Nase, die haben einen starken Intellekt. Andere mit einem großen Mund oder so, die haben viel Herz und so. Und das Kinn ist ja drunter, ne? Das Kinn, das Kind, steht die Summe aus dessen, ist der Instinkt. Er sorgt für die Versorgung. Ne? Also die Tiere, das Animalische, auch der Instinkt, ist im Astralbereich des Menschen zu Hause und versorgt die niedere Natur des Menschen, seine Bedürfnisse, alle Grundbedürfnisse. Also der geistige, spirituelle Wachstum, den kriegt man nicht, wenn man seinem Instinkt folgt, sondern seiner Intuition. Und wiederum der Instinkt, der sagt, hey, so wie das Tier, dort muss ich weg, weil da riecht es nach Mensch, da könnte ich geschossen werden. Oder dort komme ich zum Wasser. Und so haben wir natürlich auch unsere tierischen Instinkte. Und wir haben dann auch über den Instinkt, ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. Der Instinkt lenkt uns aber die Angst. Dort sind wir angstgesteuert über die Instinkte. Deswegen sind die meisten Ängste, die bei uns im Astralbereich sitzen, eben aus den symbolischen tierischen Ängsten. Und wiederum die Intuition ist das Kind von Seele, wo die Seele wieder die Augen verkörpern und die Stirn den Geist. Ne? Da sieht man, wenn viel Stirn, viel Geist. Ne? Und das Kind aus... Entschuldigung. Ja, kannst du auch neben das Telefon huschen, tut es mir nicht so im Ohr laut. Aber das Kind zwischen Seele und Geist ist die Intuition und versorgt die höhere Natur. Also das war jetzt, Thomas, so auf den Punkt, aber für mich nicht in der Schnelle nachvollziehbar. Deswegen ist ja aufgezeichnet, du kannst ja das Ding bestellen, na, ist nichts verloren. Ich begreife nur vom Bauch her, ich habe mich über den Instinkt zur Intuition bewegt. Ich habe viel gefischt, viel gejagt, viel geliebt, viel Gefahren ertragen oder freigesucht beim Kajakfahren, beim Bergfahren, beim Tauchen und. Und ich habe jetzt gemerkt, dass mich im Prinzip dieses niedere Töten, dieses tierische Jagd oder Fischerei nicht weiterbringt. Und da, ich habe mich aus freien Stücken entschlossen, diese Dinge zu lassen. Also es ist schwierig, gerade so ab 40, 45 oder gerade ab 50, dann mal zu lernen, ist mein Handeln jetzt instinktiv oder intuitiv? Dieses Unterscheidungsvermögen zu trainieren. Wie war das? Ist mein Handeln, kommt mein Handeln jetzt aus dem Instinkt raus oder aus der Intuition? Das ist wesentlich. Bin ich nämlich noch aus dem Instinkt raus, liegt die Gefahr, dass ich angstgesteuert bin. Bin ich angstgesteuert, bin ich nicht in der Liebe. Ja. Und ich bin voll in der Hingabe. Ich bin voll in Fragestellung. Ja, alles schlecht. Ne? In Fragestellung ist ja nichts, ne? Das ist kritisch, ja. Aber es betrachte wäre besser. In Fragestellung in dir selber, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu hoch wird, schaffst du in dir etwas Hohles. Du deplatzierst dich in dir selber bei der Infragestellung zu dir selber. Sondern, die Entscheidung kommt ja. Bitte? Die Entscheidung kommt ja. Ja, na gut, wir entscheiden andauernd oder andere sind entscheidungsblockiert, die entscheiden, dass sie nicht entscheiden. Na, da kenne ich auch einige. Ich entscheide, dass die Frage jetzt beendet ist. Mhm. Aber ich habe eine Phase der Orientierung und nach dieser Orientierung kommt die Entscheidung, dass ich mich für den Frieden, die Liebe, die Nachsicht, die Güte, die Zufriedenheit entscheide. Punkt. Exakt. Exakt. Punkt. Ja. Das sind da und da bin ich auch gerade oder seit längerer Zeit, seit vielen. Aber ich musste erkennen, dass man erst zum Paulus wird, wenn man vorher ein Saulus war. Nicht unbedingt. Je tiefer du unten durchgehst, umso mehr nimmst du mit. Das hat mit dem Ego, mit der Ego-Kraft und so zu tun. Und wenn wir das jetzt aus der, sagen wir mal, aus der weltlichen Sicht sehen, die einmal so ein Radix, der 25.000 Jahre rumgeht, in dem es
wer weiß Gott, wie viele tausend Inkarnationen oder 10.000 Inkarnationen Platz hat. Da springst du einmal und gehst durch die Finsternis, das dauert vielleicht 10.000, 20.000 Leben oder was, Gott wie viel. Und dann zum Beispiel die Mönche, die sind erst frisch gesprungen, die haben noch sehr viel Kontakt zur Quelle und über diese ganzen vielen Inkarnationen gehst du dann auch richtig unten durch. Ne? Und dann gibt es wieder, wo du dann zurück unten zum durch, Schöpfer meinst du, gehst. Meinst, entschuldige. Ja, wie eine Uhr. Unten durch. Sie ist wie eine Uhr. Oben ist das Licht. Okay. Sie ist wie eine Uhr. Um 0 Uhr, oben um 12 Uhr ist das Licht. Ja. Und unten ist die Finsternis. Und du springst und entscheidest, ich möchte mal so ein Erdenleben von weiß Gott wie viel tausend Inkarnationen durchmachen. Und dann springst du. Und dann geht es so, die Uhr muss ungefähr im gegengerichtete Uhrzeiger sind, springst du runter und dann geht es so. Und gehst dann immer wieder unten durch. Und irgendwann bist du auch oben drauf. Also das heißt, einmal die Menschen, die Engel sind, das sind schon gleich die Mönche, die gehen da gar nicht unten durch, die gehen nur durchs körperliche Leid. Ne? Jetzt sind ich zum Beispiel, ich bin einer, der durch das Leid der niederen Beweggründe für hohe Intelligenz ging. Ne? Und so, das habe ich ja. Durch das Leid der niederen Beweggründe und Intelligenz ging. Der niederen, der hohen Intelligenz, ich bin durch das Leid gejagt worden, von hoher Intelligenz für niedere Beweggründe. Ja, das durfte ich erfahren. Das ist Verzweiflung, ja. Nein, das ist Läuterung pur. Das ist wie wenn du einfach, du gehst einfach durch eine Waschmaschine und du überlebst oder du verreckst. Ich hatte nur einen Herzinfarkt, einen leichten. Ne? Ja, aber den habe ich überlebt, dafür bin ich dankbar. Aber da geht es dann durch und dann wiederum gibt es bestimmt Leute, die sind schon ganz heilig und die werden gleich wiederum in wohlhabende Königshäuser geboren oder im Wohlstand und die müssen gar nicht so durch das Leid. Jetzt, ich habe einen Weg gewählt, ich bin durch alle Schichten des Volkes gegangen, ne? Handwerkliche Berufe. Ich habe so viel wie möglich Ebene der Gesellschaft in meinem Leben erstmal selber durchlebt. Ne? Und irgendwie bin ich dann jetzt zum Fernseher gekommen. Vor allem war ich da. Ne? Ja, diese Klimazonen von Sein, diese Klimazonen von vielen, vielen Gewerken und geistigen Haltungen, ich denke, das führt zu Intuitionen. Auch. Auch, ja? Ja, sicher. Aber das Wesentliche, die Intuition, ist letztendlich nur Gottvertrauen im Hier und Jetzt. Also ich mache es auf eine tolle Art, wie es jeder versteht, pass auf. Intuition und Wissen ist dasselbe. Es erreicht dich nur zu einer anderen Zeit. Das kennst du, wenn du mal daneben gedacht hast, ich hab's doch gewusst. Das hat jeder von euch schon erlebt. Ob ihr schon telemedial freut seid, ob ihr telemedial interessiert seid, ob ihr Heimlichschauer seid, das hat jeder von euch schon erlebt. Ach, man sagt, ich wusste's doch. Und da hat man dann seiner Intuition nicht vertraut. Das heißt, sage ich wusste doch, nach 3 Wochen, dann bist du 3 Wochen von deiner Intuition weg. Sagst du es nach 3 Stunden, bist du 3 Stunden von deiner Intuition weg. Sagst du es nach 3 Minuten. Und wenn du diesen Punkt zusammengebracht hast, ja, dann bist du im Leben Abenteuer. Oder im Abenteuer Leben, im Hier und Jetzt. Dann musst du keine spannenden Filmfilme mehr gucken, keine Horrorfilme. Dann guckst du Kanal Telemedial. Ne? Dann passiert alles im Hier und Jetzt. Und dort, im echten Hier und Jetzt, dort ist die Intuition zu Hause. Ich habe fast jeden Morgen ein ähnliches Erlebnis, weil ich bin seit 40 Jahren Bogenschütze. Ja, Bogenschütze, ganz klar. Ganz klar, dass du das hast. Wenn du nicht in deiner Intuition bist, kommst du nicht rein. Da wollte ich gerade sagen, wenn ich nicht will, treffe ich. Exakt. Wenn ich nicht hinterher schaue, sitzt die Sache. Und wenn ich alle Nebenvariablen konstant halte und mich auf die Übung konzentriere, passt es. Genau. Exakt. Das ist die Intuition. Du triffst in dir die Entscheidung, der Pfeil gehört dort rein. Und es ist nicht mehr zielen, sondern es ist entscheiden. Zur richtigen Zeit. Und du entscheidest, wann du loslässt. Und das ist Intuition. Wenn du den Pfeil, du hast die Absicht, der Pfeil soll ins Schmerze. Mhm. Natürlich die körperliche Voraussetzung, das Training, das gehört schon dazu. Ne? Ja, klar. Das ist wie mit einem Klavier. Guck mal,
das wissen auch die wenigsten Menschen, dass der Geist immer Mensch, immer Baby sofort voll da ist. Nur die Seele zieht alle 7 Jahre nacheinander ein. Aber der Geist ist schon voll da. Nur er kann noch nicht mit dem Körper richtig umgehen. Und das kann man so, wenn jetzt ein Top-Virtuose sich an ein Klavier sitzt, das nicht gestimmt ist, dann bringt er auch keine gute Musik raus. Und so ist halt bei uns. Und wir merken dann auch, wir sind eigentlich schon recht gestimmt, aber auf welche Stimmung? Auf die Stimmung der Masse, die im ewigen Meer der Mittelmäßigkeit schwimmt, ne? Der Langeweile und immer nur mittelmäßig. Oder bist du dann bei denen ich früher auch war, bei den ganz Extremen, ne? Jetzt bin ich ja bei den ganz Damen in der Mitte, provoziere nur noch leicht, ne? Und manchmal stärker, wie ich will. Es kommt noch ein Aspekt. Dankbarkeit. Dankbarkeit, ja. Ich war des Öfteren ziemlich waghalsig, das Kajak und das Berg angeht. Jetzt wird deine Verbindung ein bisschen schwach. Vielleicht ist der Akku von deinem Telefon. Gerade ist voll. Dann bleib ein bisschen straight an deinem Mikrofon. Das kommt ein bisschen bei uns brüchig an. Liefer unseren Zuschauern bitte gute Tonqualität. Es ist auf jeden Fall eine geistige Bereicherung, eine intuitiv momentane und auch in die Zukunft gerichtete Bereicherung, dir zuzuhören. Und meine Huskies, die verstehen quasi jetzt gerade die Unterhaltung und träumen ganz unglaublich. Hörst du sie? Das gibt es nicht. Es ist jetzt wieder ganz merkwürdig, dass deine letzten Sätze sind bei uns nur ganz, ganz schlecht in der Qualität angekommen. Schade. Also ich bringe es noch auf den... Ja, sprich ein bisschen langsamer. Ja. Neben mir sitzen oder liegen die Träumen. Mhm. Und der Kamin brennt. Schön. Und die träumen so laut, dass ich geglaubt habe, dass sie die Leitung stören. Aha. Das war der Grund. Ja, also die Leitungen sind auch deswegen gestört, denn das, was du sagst, ne, das ist sehr positiv für uns und das wollen viele nicht hören. Ne? Und da sieht man, wie die Kräfte wirken. Ne? Thomas, ich bin der Meinung, dass jeder auf seinem Weg ist und dass jeder seine Wahrheit vertritt. Ich bin der Meinung, dass keinem einen Vorwurf machen darf, wenn er anderer Meinung ist. Ja. Ne? Das ist sein Gedicht der Dinge. Mhm. Er ist biologisch blau, rot oder grün gefärbt oder nicht gefärbt. Er ist ein Opfer seiner Intuition oder seiner Emotionen. Und ich toleriere das. Ich nehme die Menschen so an, wie sie sind, weil ich habe keine anderen. Ja. Ja, so ist nicht das. Mehr. Und nicht weniger. Und wir sind alle miteinander verbunden. Bravo. Wir sind alle miteinander verbunden. Yes, sir. Sollte man nur nicht vergessen. Ja, bravo. Also, Gott behüte euch und alles Gute. Danke, Rudolf. Ja. Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja. Guckt mich nicht aus, sagt ihr mal was. Ich habe jetzt genug geredet. Ne? Jetzt guckt mich nicht aus und macht mal ein bisschen was ihr hier. Ja. Johanna. Ja, da fällt mir ein Spruch ein. Einen Menschen zu lieben heißt, ihn so anzunehmen, wie Gott ihn gemeint hat. Egal wer er ist. Gemeint? Oder so wie Gott ihn gemeint hat. Gemeint? Mhm. So gemeint? Hat ihn doch gemacht oder gemeint? Gemeint, so wie er ist. Also ich sage sogar, wenn ich jemand nicht lieb, wie er ist, dann liebe ich ihn ja gar nicht, wie er ist. Warum liebe ich denn? Dann liebe ich ihn gar nicht wirklich. Dann ist ja das alles ein Irrtum. Wenn ich jemand nicht lieb, wie er ist, dann liebe ich ihn ja gar nicht. Ja. Dann will ich was. Dann will ich was. Dann will ich, also wenn ihr jemanden nicht ganz und gar liebt mit Haut und Haaren, wie er ist, dann wollt ihr was von ihm. Na, oder? So hast du das gemeint? Mhm. Das habe ich die letzten Tage schon mal gesagt.
Das ist so, ich habe einen Ofen und liefer du mir Brennholz, dann kann ich einheizen und wärme dich. Ja. Ja, genau. Wenn du oder mir zeig mir deinen Geldbeutel, dann sage ich dir, was drin ist. Oder vertrau mir, dann ziehe ich dich in aller Ruhe über den Tisch. Vertrau mir, ich will dich über. Vertrau mir bitte, vertrau mir, vertrau mir. Genau, wie gestern ich will unsere dich so Übung. Gern, ne? Dich. Eieieiei. Es gibt, glaube ich, schon neue E-Mails, ne? Ja. Welche sind das, die hier? Ja. Wir haben Logo. Oh. Hier kommt ein Logo aus einer auch ganz schön. Anderer Stil. Oh, aber auch schön, du. Ja. Unser ja. Tisch, unser Orangetisch, der ausstrahlt. Ja. Strahlen. Gefällt mir auch gut. Ja. Sieht auch aus wie eine Pflanze, die irgendwo rauswächst. Ne? Mhm. Eine Pflanze, die entsteht, die ausstrahlt. Mhm. Und so rum ist. Nee, der Orangestäbel. Ja. Geht ja, nach oben. Egal wie rum. Ja, ist wie ein Schirm. Hm? Sieht aus wie eine Palme. Wie ein Pfeil. Wie ein Pfeil. Sehr gut, vielen Dank. Es sind noch wenig E-Mails da. Oh, viel Arbeit hier, viel Text. Eine Kontaktadresse, eine Frage an den Orange Table und Team. Energieausgleich, ich verteile mal die Frage. Soll ich das lesen? Ja, lies die mal. Also sehr geehrtes Orange Table Team, mit Begeisterung verfolge ich Ihr Programm nun seit einigen Monaten. Ja, ist ja super. Treue Seele. Die letzten Tage empfing ich die Sendung mit sehr viel positiver Energie. Sie strahlte wie nie zuvor vom Bildschirm. Und man kann die Geburt der telemedialen Idee immer mehr in einer Wolke aus spirituell aromatischen Düften riechen. Hey, du bist ja sinnlich. Okay, mach Break. Wir lassen den Steve aus der Schweiz nicht warten. Hallo Steve. Okay. Hallo Thomas. Grüß dich. Also ich habe jetzt erstens einmal eine Frage. Wieso hast du eine Sonnenbrille auf? Ich möchte mich nicht rechtfertigen. Nee, okay. Die zweite Frage, wieso haben deine Gäste nicht, du ziehst deine Gäste aus, vom Ohrenstabel, du bist irgendwie ich-bezogen. Wenn du mir eine Frage stellst und sagst, gibst du die Antwort vielleicht, brauche ich ja nichts mehr sagen. Danke. Hast du sonst noch was? Ja. Und ich würde dir fragen, wie lange kannst du das noch durchziehen? Warum willst du, wozu willst du das wissen? Was ist deine Hoffnung? Nee, ich frage dich nur. Weil, ja, wozu willst du das wissen? Ja, nein, also. Weil ich sehe gerne eine Sendung und da muss ich mal nachfragen, wie lange kannst du das noch durchziehen? Weil in 2,5 Stunden hattest du 2 Anrufe. Es geht ja nicht um Anrufe. Wir können auch einen Abend ohne Anrufe machen. Es geht ja nicht drum. Manchmal wollen wir gar keine. Manchmal gibt es Wege, manchmal aber kriegen wir die Fragen über E-Mail rein. Okay, ja. Ja, also ich habe eine Bindehautentzündung, meine Augen sind geschwollen, deswegen habe ich eine Brille auf. Ah, danke, da hast du doch eine Antwort gegeben. Ja, natürlich. Sind deine Augen geschwollen? Ich habe eine Entzündung, ja. Augenentzündung. Ach, dann kannst du das aber sofort sagen, oder? Ja, wenn ich will, aber das war die Fragestellung war mir ein bisschen unangenehm. Wieso? Ja, so, warum habe ich eine Brille auf? Ne? Das ist langweilig, nein, also, sondern das es geht. Das muss dir ja nicht unangenehm sein, oder? Ja, aber es ist ja so, ich will ja konstruktiv. Hast du jetzt was zum Programm oder hast du eine konstruktive Frage? Und lass mal das um meine Person weg. Das ist Nebensache. Na, es geht ja nicht um deine Person. Genau, dann lass es auch. Es geht um die telemediale Idee. Exakt.
Und ich finde das super. Aber ich finde, man sollte das auch ein bisschen intensiver machen. Ja. Und was könnte man intensivieren? Vor allem, es ist schwierig jetzt mit einem Sender. Aber man müsste wirklich Leute an den Tisch bringen, die intensiv diskutieren. Ah, stopp. Ja. Wollen wir gar nicht unbedingt. Denn die Kernkommunikation am Orange Table ist die Philosophie. Die Diskussion, die machen wir am grünen Tisch. Der Orange Table trägt eher die Philosophie. Und die Diskussion werden wir eröffnen nach der Entstehungsphase. Aber Diskus, da fliegt ja immer irgendwas. Und wir wollen gerade nicht irgendwas rausschmeißen oder so. Und wir wollen gern auf der synthetischen Sprache der Philosophie. Ich weiß, dass die Diskussion populistischer ist, aber wir sind keine Bärbel am Nachmittag Diskussionsrunde, sondern wir sind ein Teleshop für immaterielles Wissen, der gleichzeitig eine neue Art von Fernsehen kreiert, die entsteht. Und das ganze Ding läuft eben auf, das ganze, die Programmentwicklung läuft gleichzeitig auf 7 Ebenen. Ne? Wir können es nicht gleich aus dem Stand machen. Ne? Habe ich schon begriffen, Thomas. Gut. Aber ich finde, also wenn du das so siehst, dann wieso hast du dann Eingeladene am Orange Table? Das sind keine Eingeladenen. Die nicht sagen dürfen. Also es ist eine totale Fehlinterpretation von dir. Nein, nein, es ist keine Fehlinterpretation. Weil, darf ich jetzt ausreden? Sonst schmeiße ich dich raus. Ne? Ja gut, so. Du kannst mich rausschmeißen. Nein, nehmen wir es zurück, vertragen wir uns wieder. Nein, wenn du mich rausschmeißt, dann muss ich davon ausgehen, dass deine Sendung nicht wert ist. Ja, geh davon aus, was du meinst. Ich gebe dir jetzt deine Antwort, wenn du willst. Also, gib mir die Antwort. So, es sind nicht Gäste, die von mir eingeladen sind, sondern es sind Zuschauer, die mit mir da sind. Und sie sind mal mehr oder weniger aktiv, aber für uns ist ja alles ganz stimmig. Und es ist einfach so, wie es ist. Akzeptiere es. Es ist halt jetzt so. Wenn du gestern dabei warst, da haben wir auf einmal Musik gemacht, alle miteinander. Ja, okay. Und so ist alles am Ende. Ich verstehe das, aber auch wenn das deine eingeladene Gäste sind am Orange Table. Das sind nicht meine eingeladene Gäste, das wärst du, wenn ich dich einladen würde. Nein, dann haben sie auch das Recht, etwas zu sagen. Das haben sie doch auch. Ja, aber sie sagen ja nichts. Wie kommst du darauf, dass wir nichts sagen dürfen? Wie kommst du darauf? Ja, nein, also... ja, also ihr sagt alle 2 Stunden einmal 5 Sekunden etwas, oder? Ja, man muss ja nicht immer was sagen. Hast du gestern zugeschaut? Wir hatten gestern eine rege Konversation untereinander. Und dann haben fast nur wir gesprochen. Ja, eben siehst du, gestern haben nur wir gesprochen und der Thomas war sehr ruhig. Es kann nicht immer gleich sein. Genau. Ja. Und es ist so, wie es ist. Ja. So, also konstruktives Mitarbeiten bitte. Und wir wollen uns und werdet uns ihr auch für das, was ihr geschieht, nicht rechtfertigen. Ja. Es ist, wie es ist. Und ich danke dir für dein Engagement, für dein Interesse. Zahlst du brav deine Telemedialgebühren? Ha? Ja, also zahlst du? Auf jeden Fall. Also. Ich glaube dir nicht. Glaubst du mir das nicht? Nein, ich spüre so, meine Intuition sagt, du schwindelst. Ich will es aber nicht behaupten, ne? Ich will es ja nicht behaupten, ne? Also, sondern so, der Thomas glaubt dir alles, was du sagst. Aber meine Ehrlichkeit, dass irgendeine Geistwesen dahinter oder irgend so ein Nick-Ding dahinter sagt. Ja, du musst dich nicht hinter dem Ohr kratzen. Ich kratze nicht, ich zeig da auf was dahinter. Du musst dich nicht hinter dem Ohr kratzen. Gut, ich danke dir. Thomas. Ich danke dir und es war nett, dass du angerufen hast. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Ja. Kann ja nicht immer gleich sein. Schön so. Ja, aber wer hätte das besser erläutern können, Intuition und Instinkt? Ich nicht. Also ich nicht? Nein. Wobei mich interessiert hätte... Wir sollten uns auf diese blöde Rechtfertigungsfrage, Orgel, liebe Menschen, liebe Mitarbeiter im Service-Sender, sagt es denen mal. Diese Rechtfertigungsfrage, das machen andere. Die fangen mit J an, ne, in der Berufsgruppe. Ne. Wir gehören da nicht dazu. Es ist nicht unser Part.
Ich möchte doch konstruktiv Lebensthemen, dass wir unser telemediales Programm weiterführen. Und das ist offen, ehrlich und jetzt bitte ich doch auch alle, die Richtlinien achten und wertzuschätzen und konstruktiv hier mitzuarbeiten. Na? Ich möchte keine Diskussionsrunde oder Meinungsmachrunde. Wir gehen hier sachorientiert und ich möchte nicht den Werteorientierte. Warum bist du? Warum habe ich eine Brille? Warum habe ich ein schwarzes Hemd an? Na. Ja. Ja. Sollen wir die Mail weiterlesen? Ja, bitte. Okay. Guck dann nochmal jetzt genau im Service Center nach. Es liegt eine geistige Revolution in der Luft. Was uns hindert, sind nur die Aberglauben und Märchendinge, die wir aus tausendjährigen Religionen und der Werbung kennen. Ihr seid die Möglichkeit einer spirituellen Utopie, die in elektrischen Fußfesseln zu umgehen. Habe ich nicht kapiert. Ihr seid die Möglichkeit einer spirituellen Utopie, in elektrischen Fußfesseln zu umgehen. Okay. Nun soll diese Mail aber nicht nur in Glorifizierung und Loberei ihren Beitrag leisten. Ich habe brennende Fragen, die wie folgt wären. Energieausgleich. Nach erfolgreich geleisteten Energieausgleichen fühle ich mich immer lethargischer. Was ist lethargisch? Lethargisch, aber müde. Oh, schlappe. Immer noch nicht habe ich ganz verstanden, was mit mir bei diesem Prozess genau passiert. Kann ich den Energieausgleich als spirituelle Reinigung verstehen? Ist das etwa wie eine Beichte, nur für eine unterbewusste Daseinsstufe? Ja, also ich könnte darauf viele Antworten geben, möchte aber dazu die Verantwortung mal oder an die telemedialen Freunde abgeben, die diese Erfahrungen selber schon gemacht haben, dass sich dazu jemand mal meldet und von sich aus hier anruft und es auf dieses E-Mail antwortet. Wir haben wieder einen Anrufer, können wir auch in Etappen. Ich begrüße die Barbara aus Österreich. Hallo. Hallo Barbara. Hallo. Ich begrüße dich. Thomas, ich schaue mir das ab und zu an. Ich bin nicht ein medialer Typ. Ich frage mich, was möchtest du von einem Menschen? Warum gehst du ausgerechnet auf Menschen los, die im Grunde genommen eh schon am Boden sind? Die warten nur auf eine Liebkosung in Worten, in Verständnis. Sie haben niemanden zum Reden, also suchen sie dich. Tut es dir nicht leid um diese Leute? Ich kriege jetzt die Schleife nicht richtig gefasst. Also der unser Programm, unseren Teleshop guckt und ihn konsumieren will, der schaut ihn. Und, ja, du sagst, du bist Kaufmann. Ach, du möchtest das sagst du, verdienen. Das sagst du. Das hast du gesagt. Ach, ich bin es auch. Das kann man nicht so festnageln. Ne? Ich bin eher ein schlechter Kaufmann geworden. Ne? Also, du machst gerade eine rhetorische Frageorgel mit mir. Komm gerade raus. Ja, was ich komme gerade raus. Ja. Ich bin Architektin, ich bin Gebende. Ich mache Menschen Träume wahr, die sie für sich hegen, aber nicht ausführen können. Ja. Du bist Mediator oder Musiker. Allrounder. Vielseitig. Ja, das spielt ja auch eine Rolle. Ja, ja. Kreativität in einer Person. Aber ich denke, dass du vor allen Dingen Leute ansprichst, die schon kein Geld haben, arm sind und Hilfe brauchen, verlassen sind. Ja. Und du sagst aber klar und deutlich, ich will etwas von euch. Ja, es ist halt ein Geschäftsmodell. Ich bin kein Kirchner oder kein Seelsorger. Obwohl ich eine gute Intuition habe. Aber du gibst dich doch als Seelsorger. Ich habe eine gute Intuition. Ich darf ja wohl noch ein Geschäft mit einer guten Intention machen. Na, aber ich bin kein Seelsorger. Ich stelle mein Gefühl, meine Lebenserfahrung zur Verfügung und ich mache eine neue Form von Fernsehen.
Aber Seelsorger sind andere. Ich mache ein Geschäftsmodell von Ethik und Moral. Ja? Was ist Moral? Ja, was ist Moral? Ne? Das ist das Bewusstsein über die Quelle. Leuten sagen, was sie tun sollen. Jeder kann machen, was er will. Ich sage gar niemand, was jemand tun soll. Jeder soll machen, was er will. Ich sage das nicht. Man stellt uns eine Frage. Was willst du sagen? Was willst du wirklich sagen? Ich meine, wenn ich etwas kaufe, dann muss ich auch etwas sagen. Nee, muss ich nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin für alle da. Nee, wir verkaufen ein immaterielles Wirtschaftsgut. Bewusstseinserweiterung durch intuitives Fernsehen. Das muss man erst mal schnallen. Intuitiv. Ja, aber intuitiv ist ja etwas, was du vorher breit und lang erklärt hast. Du hast gibt's den mehr Mann aus Deutschland gesagt, dass jetzt wird es mal zur Diskussion. Was willst du mit deinem Anruf? Das wird mir jetzt zu... Was willst du? Ich möchte dich fragen, was du darstellst. Es ist dilettantisch. Das, was du willst. Es ist traurig, was du machst. Ja, das sind andere Ansicht. Ne? Die einsamen Armen, die du ausbeutest. Und ach, jetzt das ist böse. Ich mich von dir verabschieden. Ja, guck auch nicht mehr, du Arme, gell? Guck nicht mehr, du arme Architektin. Ne? Ja. Also das ist genau das, was man gern hinter uns sehen will und möchte, dass wir die Armen ausbeuten. Doch alle, die es von mir behaupten, sage ich, die tun es in Perfektion. Und umso lauter man es von mir behauptet, ich sei der Abzocker, der ist es. Ganz klar. Also weil ich weiß es. Gerade kam bei mir auch rein, ja. Was sie in der Projektion sieht. Ne? Vielleicht schreibt sie ja zu hohe Rechnungen. Ja, oder irgendwas. Ne? Ja, und sie ist ja auch nur der Wertschöpfung der materiellen Träume, der Verschwendungssucht. Ich habe auch schon Spaß ausgebaut, aber ich weiß auch, was ich da für ein Ego dabei ausgelebt habe und habe mich da mit einem anderen Egoist noch super dabei gestritten. Aber das ist das Schaffe von Material. Wir schaffen dir Geistiges. Obwohl das ja auch geistig als Architektin. Wir sind vielleicht gar nicht so weit auseinander, liebe Barbara, aber halt aus einem anderen Blickwinkel. Ja, also ich weiß zum Beispiel, warum bestimmte Zeitungen mich im Erotikbereich gern als Abzocker bezeichnet. Weil denn ihr Tochterfirma die größte Konkurrenz von mir sind. Ne? Und die machen das Zehnfache an Umsätze wie ich damit. Ne? Man muss mal bloß auf bestimmte Zeitungen gucken, wer da seitenweise 190 Nummern hinter drin hat oder hatte. Und die schreiben dann zu einem kleinen Wettbewerber. Das ist, also, lassen wir weg. Ein bisschen haben die auf uns gescholten, da darf man auch ein bisschen zurückhauen. Ne? Wenn man geschlagen wird, darf man sich auch wehren, oder? Ja. Ja, darf man, oder? Natürlich darf man. Liebe telemedialen Freunde, ja. Aber jetzt ist es Zeit. Die Österreicher sind auch dabei. Es gab einen Bericht, Leute, in der Süddeutschen Zeitung. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man uns sieht. Oh. Aber so hat mich Mama nicht so. Schaut. Top aktuelle Zeitung von heute. Ne? Ausgabe von heute. Vor 5 Jahren habe ich den Landessender in Baden-Württemberg übernommen und war der erste langhaarige Fernsehchef. Skandal! Ne? Das war der Skandal im Schwabenland. Ne? Ein Skandal. Ne? Jetzt wird nochmal an den Skandal erinnert. Und meine Mutter hat immer gesagt, Puh, lass das Haar schneiden. Ne? Und ich habe es aus Trotz nicht gemacht. Ne? Und dann war es die Reserve. Ne? Ja, das war ich vor 5 Jahren. Chef Feminin, früher habe ich sogar noch eine Dauerwelle drin gehabt. Ne? Da bin ich, ne? Wenn ich die Haare nicht glatt gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar schwul geworden. Ne? Aber ich war sehr feminin. Ne?
Aber ich habe dann gedacht, wenn ich die Haare schneide, dann wirke ich ein bisschen maskuliner. Habe aber sehr viel, also liebe Langhaarige, lasst euch mal echt einen anständigen Haarschnitt verpassen und hört auf, wie so Socks rumzurennen, sondern seht mal, wie ich das jetzt gemacht habe. Ne? Und in meiner Stammkneipe sagt er immer, Locke, so mag ich dich am liebsten. Mit deiner langhaarigen Frisur hast du mir nie gefallen. Das ist immer, indem man deine Haare in der Suppe hängt beim Mittagessen. Ne? Ja, also, aber ich habe auch heute schon ein Interview mit der Bild-Zeitung gegeben und habe gebeten, ein schönes Foto, ein neues Foto, das ist ja auch schön, also kommt es ja auch nicht schlecht aus, ne? Guck mal, vor 5 Jahren bin ich jetzt älter oder jünger geworden. Na, also heute sehe ich noch ein bisschen. Ja, der Titel können wir noch sagen, ne? Ja, ja, ja. Wie sieht man uns? Reichtum, der von innen kommt. Vielen Dank. Thomas Hornauer, zweite. Der Rest bleibt eh nicht mehr hängen, das liest niemand. Also lesen wir auch bloß, was im Headline steht. Wir über uns darf man schon sagen, nicht, dass ich dort zu weit. Also, Thomas Hornauer hat mit Erotikclips Millionen verdient. Ich habe sie sogar erfunden, Jungs. Ihr seid ja selber nicht drauf gekommen. Ne? Das DSF verdient heute noch das Geld mit der gestohlenen Idee von mir. Ne? Und hat mir selber Konkurrenz gemacht. Das war sehr freundlich. Ne? Macht aber nichts, ich will es eh nehmen. Nun will er mit einem spirituellen Kanal Kasse machen. Jawohl. Wir wollen Kasse machen. Aber richtig. Aber spirituell heißt für mich einfach gesund in der Intuition, im Hier und Jetzt. Ohne Maske, offenes Visier. Leben ist ein Abenteuer. So, und jetzt noch ein bisschen in verdrehender Satz. War's richtig? Ich tue nur Gutes. Senderchef Hornauer am Telefon für 1,99 pro Minute Sprechzeit. Ah. Super scheißbillig, ne? Ja. Für 120 Euro mit so einem Kerl wie mir die Stunde. Ich würde sagen, 2.500 Euro ist mein Satz normalerweise, wenn jemand mit mir reden will. Das bin ich mindestens wert. Also als Berater. Ne? Oder wer überhaupt mit mir reden will. Ja, jetzt haben wir aber genug Bewegung gehabt. Ich muss noch ein bisschen lernen, wenn jetzt so mir in der Presse sind, ich lese es nicht. Wobei, muss ja sagen, alles. Aber bildet Sie sich lieber Ihr Urteil, also Stüttgarter Zeitung, man kann auch im Internet einen richtig bösen Bericht von meinem Freund Nolle, er hat diesmal nicht seinen Namen dazu geschrieben, aber der zieht auch schon seit 5 Jahren über mich her. Da gibt es in meiner Heimat, in der Zeitung, da wird immer richtig über mich hergezogen, ne? Oder so, da wird immer nur die alte Wäsche. Seit 5 Jahren wird in diesen Zeitungen alte Wäsche gewaschen, die sowieso nicht mir gehört. Ne? Nur in Anteilen. Ne? Mein Anteil gehört mir dazu. Aber ich denke immer, da die Zeitung eh zum Fische einpacken da ist, sollte sie sich doch wenigstens tagesaktuell halten und nicht jedes Mal dasselbe drucken. Das ist doch nicht mal Druckerschwärze wert. Ne? Ich gebe ja wenigstens Anlass für Neues. Ne? Und dann schreibt doch nicht immer den alten Scheiß. Ne? Aber man sagt ja so, was soll ich machen, meine Vergangenheit holt mich immer ein. Also wer das Problem hat, meine Vergangenheit holt mich immer ein, ruft mal jetzt an, ist doch ein spannendes Thema. Ja. Wie befreie ich mich aus den Fängen, wenn dich die Vergangenheit immer einholt? Na? Was tut man dafür? Können wir da was rausarbeiten? Wobei alles, was von innen kommt, ist auch eine Art Reichtum. Also. Ja, wenn es ehrlich ist, ja. Ja, die Zeit schon. Oh ja, du bist ganz noch, oder? Mit dem, ne? Ja, genau. Dann hat er eine nächste Frage, der Micha. Zur Telemedialwährung. Mehrere Male habe ich bereits von dieser interessanten Idee gehört. Wird diese Form der freiwilligen Währung auch materiell von Wert sein oder lediglich als Symbol für den zu leistenden Energieausgleich? Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn die Deutschmark nicht nur zur Werteermittlung der ehrlichen Aufrechten verwendet wird, so wie sie gemeint wird, also die erste freiwillige Währung, was es bedeutet, wenn wir erst in den nächsten Wochen und Monate drauf kommen,
und das noch gemeinsam erarbeiten. Aber es soll uns durch die, das betrifft ja ganz, das ganze deutschsprachige Europa, es soll uns durch die Euro-Blockade führen. Bei der Werteermittlung haben wir eine sogenannte Euro-Blockade, wo speziell Antiquitätenhändler darunter leidet, weil ja die Werteermittlung der noch einen Preis hat. Und jetzt hat er ein Dilemma, da jetzt alles, der Spritpreis, früher hat er Mark 50 kostet, heute kostet er 1,50 €. Hey, da haben es die Antiquitätenhändler schwer, ne? Weil die halt auch an dem Wert gebunden sind, als er es eingekauft hat. Und da ist dann emotionale Werte dran. Und gerade beim Ermitteln der Emotionalwerte habe ich jetzt in einer Innenstudie meines näheren Umfelds, der Österreicher hätte gern wieder seinen Schilling und wird gern, hat da noch eine Beziehung. Und dass wir im deutschsprachigen Raum wieder zur Werteermittlung kommen, habe ich eben die Deutschmarkt entwickelt, die entspricht ungefähr der alten deutschen D-Mark, aber genau 1:2 oder 2:1, wie sagt man richtig? Also 2 Deutschmark entspricht einem Euro. 2:1. Und dann 2:1. So kann dann jeder seine Werteermittlung, dann kann man sagen, okay, so, na, das kostet jetzt gar nicht mehr nur 2 Euro, sondern das kostet sogar 4 Deutschmark pro Minute. Ja. Sprich, 2 schlappe Euro. Ja, aber 4 Deutschmark. Ja. Ja. Und die Deutschmark ist die erste freiwillige Währung der Welt. Von mir erfunden, so wie auch die Telemedialzeit und wird natürlich eine Sache sein. Die Deutschmark ist eine freiwillige Währung und sie wird sich nach und nach in der Akzeptanz durchsetzen und sie wird ein Gütesiegel sein, so wie Bio oder Eco Gütesiegel sind. So ist Deutschmark, wird Deutschmark ein Gütesiegel für aufrichtige Geschäfte sein, denn der, der seine Zusage nicht einhält, der hat nicht wirklich in Deutschmark verhandelt, sondern der hat eigentlich noch in der anderen Währung. In Deutschmark ist es gar nicht möglich, seine Zusage nicht einzuhalten, sondern wenn ich Deutschmark, in Deutschmark was ausmache, dann ist das eben Ethik und Moral und das heißt ein Mann, ein Wort. Ja, da wird nämlich rumgedruckst und somit sparen wir viel Geld, das ganze Rechnungswesen, das Mahnwesen, Vertragswesen. Es geht einfach noch per Handschlag. Und das macht alles viel einfacher. Und bei komplizierten Geschäften gibt es dann eine Absichtserklärung nach Richtlinie, wo was entwickelt. Das ist aber nur eine Grundvorgabe, die ich auch gern mit dem deutschsprachigen Europa weiterentwickle, dass wir auf dieser Wertekommunikation dann erst richtig anfangen können, dass man alle vom selben redet, nämlich die immateriellen Wirtschaftsgüter, die wir hier anbieten, zu bepreisen. Denn was ist es wert, wenn ich weiß, was Intuition und Wissen bin, kann das erfassen und ich kriege dadurch neue Lebensqualität. Was, das hat zwar noch nie jemand verkauft. Okay, im klassischen Werbefernsehen kriege ich auch Werbequalität, indem ich eine tolle Unterhaltungsshow beziehe und muss dafür gucken. Oder die Angela, eine Freundin von mir, sagt, es ist so zerreißend, wenn diese Filme immer mit Werbung unterbrochen werden. Ja. Das wird so zerstört. Ne? Und bei uns ist es so, wer sich ein bisschen an Kanal Telemedial gewöhnt hat, der schläft normal dabei ein. Ne? Also wir sind eigentlich, also auch mit den Leuten, die ich rede, die sagen zu mir, ach, ich bin wieder eingeschlafen. Ne? Das ist für mich ein Kompliment. Ne? Das heißt nicht, dass ich die gelangweilt habe, sondern die haben sich so friedlich in die Tiefe und sind in den friedlichen Schlaf. Du willst was sagen? Die finden Ruhe. Findet Ruhe. Ja, das habe ich bei anderen Sendern nicht. Ja, du bist der Telemedial-Zuschauer. Erzähl doch du mal, bis jemand sich einwählt, was du... Ja, also wenn ich Fernseh schaue und wach... Ja, Entschuldigung. Würde man mal fragen. Ja. Du bist ja jetzt neu bei uns und guckst uns schon, weil du hast dich dann aktiviert. Ja, richtig. Was, wie erlebst du es? Ich bin ja hier in der konkaven Sichtweise doch mehr gefangen und was man aus dem Konvexer raus, wie sieht man uns von außen? Das lese ich natürlich nicht, da gucke ich nur das Foto an, danke, schön. Aber war vielleicht auch gar nicht schlecht. Nur zu mir gesagt, Thomas, lies es lieber nicht. Ja. Tu dir es nicht an. Nein, also
schlicht gesagt, von einmal sehen ist klar, kann man nichts, ist klar, muss ich auch sagen, habe ich gesagt, okay, was soll das? Aber beim zweiten Mal etwas länger, okay, jetzt muss ich mal zuhören, beim dritten Mal hört man einmal richtig zu. Und je länger man schaut, kommt man eigentlich hinter das Konzept von Telemedial und begreift das. Man bekommt einfach was geschenkt, erstmal. Richtig. Und das gibt einem schon ein bisschen Begeisterung und man fängt an sich selbst zu arbeiten. Das heißt, das, was man hier bekommt an Lebenseinstellung, gibt einem zumindest mal die Kraft, dass ich beruflich besser machen kann. Das heißt, mir geht es da besser. Ich kann hier Leute anrufen, kompetente Leute, kann Fragen stellen, kriege eine Antwort, wo ich sonst wahrscheinlich gar nicht finde. Also geht es mir beruhigend und besser. Das ist das. Dann habe ich, wie gesagt, über 8 Tage geschaut und dann hat es bei mir irgendwo Klick gemacht und ich bin wirklich mal auf meine Hinterfüße gestanden. Und ich war wirklich auch in einer Situation, muss ich sagen, wo es mir nicht gut ging. Gerade durch meine ganze Schicksale und alles. Und es ist wie weg. Ich mache hier Musik, wie ich es noch nie gemacht habe. Und es befreit total. Kann ich nur jedem empfehlen, das einfach mal mitzumachen und nicht zuzugucken, mal herzukommen. Es macht einfach Spaß. Und wir haben gestern das erste Mal in meinem Leben Rückenrieseln gehabt. Das habe ich selten erlebt, muss ich ehrlich sagen. Das ist das, was es ausmacht. Die meisten Leute begreifen nicht, dass sie den Orientierungs eigentlich selbst gestalten. Dass das die Leute nicht sind, wo hier sind, sondern die haben hier direkten Einfluss auf alles. Ja, und das kann eigentlich jeder tun. Ich tue es auch. Und ich bin davon überzeugt, begeistert. Schon in die richtige Richtung, den Einfluss. Ja. Ne? Es gibt natürlich vieles, was ich nicht weiß, klar. Aber deswegen waren wir vorhin auch so still. Man muss auch mal zuhören. Das gehört auch dazu. Ja, es waren auch viele Fragen an mich. Ne? Ja. Hast du recht. Hast du wieder schön gerechtfertigt. Ja. Intuition. Muss mir nochmal nachhaken. Ich wollte noch was sagen. Wo du diesen Weggrund, warum du da bist, oder was es ist, war noch. Ja, genau, diese Anruferin von der Schweiz. Allein die Grundumsätze, die wir machen, beweist, dass wir nicht die sozial Schwachen abschöpfen, sondern beweist, dass die Geld haben, Geizsäcke sind und lieber schnorret und es nicht rauslasset. Denn ihr guckt ja alle. Und die anderen, die sich eben nicht mehr so der materiellen Gier verschrieben haben, sind wirtschaftlich nicht so stark, aber mit denen sind wir herzlich verbunden. Und die leistet auf ihre Art und Weise. Aber es entspricht nicht der Wirklichkeit, so wollte man es gern sehen und es hat mit uns nichts zu tun. Ja. Aber dazu hat man schon viel gesagt. Ja. Immer schon sehr viel gesagt. Man muss uns weiterhin verfolgen. Dann wird man Fan von uns und wird einfach mit uns mitgehen. Weil wir ein neues, einzigartiges Fernsehen machen, das so gut, so schlecht, so super, so langweilig ist, dass das alle gucken. Wir sind alles. Ja. Wir sind spannend, wir sind langweilig, wir sind übel, wir sind toll. Wir sind alles. Das können alle anderen zusammen nicht. Na? Und deswegen haben wir wahrscheinlich den Teleshop mit der höchsten Quote und am niedrigsten Umsatz. Aber das wird sich drehen.